Eins, zwei, drei. Kannst du mir kurz erzählen, worum es im Film Die Heinzel-Rückkehr der Heinzelmännchen geht? Ja, das probiere ich doch jetzt mal. Also es geht um Helvi, das Heinzelmädchen, und die lebt mit den anderen Heinzels unter der Erde. Und Helvi soll ein Handwerk erlernen, weil alle Heinzels so ein bisschen wie auch Menschen leben, die machen nach der Schule was oder so. Und Helvi weiß aber noch nicht ganz genau, was ist denn mein Handwerk. Und die sind ganz chaotisch und da geht öfter mal was zu Bruch. Und dann entscheidet sich Helvi, gut, die Welt hier unter der Erde ist mir zu eng, ich ziehe aus in die Menschenwelt und lerne, was es zu lernen gibt und werde mir angucken, was es anzusehen gibt und geht einfach los. Du hast ja schon richtig viele Filme gemacht. Was macht Helvi für dich so einzigartig? Helvi ist für mich ganz toll, weil ich mag sehr gerne, dass sie so frech ist. Ich finde gut, dass sie so wild ist. Und was ich auch mag, ist, dass man vielleicht auch mal überlegen kann, was kann ich denn eigentlich gut? Und der Film gibt einem so mit, dass man, also dass es gar nicht schlimm ist, wenn man das noch gar nicht weiß am Anfang, sondern dass man sich ausprobieren kann. Also dass man nicht von vornherein wissen muss, wohin die Reise geht, sondern dass man die Freiheit hat, mutig zu sein und rauszugehen in die Welt. Und das macht Helvi. Helvi ist ganz tollkühn und Helvi hat ein großes Herz und ist auch eine sehr treue Seele. Also die hilft einem und steht einem mit Rat und Tat zur Seite. Was bist du? Ich bin Helvi. Ein Heinzel. Ein Heinzelmännchen? Oh, Heinzelmädchen, sieht man doch. Euch gibt's doch nur in der Sage. Lass sie frei, wir haben ein Streichholz und wir werden es benutzen. Was ist eine Sache, bei der du Hilfe von den Heinzelmännchen bräuchtest? Zimmer aufräumen, abwaschen. Und ich verliere so gerne Sachen. Also ich verlege ganz oft Sachen und dann weiß ich nicht mehr, wo ich die hingelegt habe. Und dann könnte ich gut so eine Helvi gebrauchen, die mir dann so ins Ohr flüstert, wo ich meinen Schlüssel vergessen habe oder meine Tasche. Helvi, passieren ja ab und zu ein paar Missgeschicke. Was ist etwas Lustiges, das dir schon mal passiert ist? Oh, naja, ich bin ja so schadenfroh. Also eigentlich immer, wenn jemand anderem was Lustiges passiert, muss ich total lachen. Also wenn sich jemand den Kopf stößt oder stolpert, bin ich total mit unterhalten. Das finde ich gut. Wir heinzeln das. Du musst mir bloß das Backen beibringen. Du kannst gar nicht backen? Nö, aber das kann ja nicht so schwer sein. Wir heinzeln das. Ja, ja, ja. Wir heinzeln das. Das lösche ich in 0, Schwupps. Spiritus? Nie gehört. Nein, nicht! Wenn du im echten Leben ein Heinzelmädchen wärst, welches Handwerk würdest du gerne lernen? Kann man auch so sich Besen bauen und dann darauf fliegen? Ist das auch ein Handwerk? Ja. Ja? Na, dann würde ich mir gerne Sachen bauen können, auf denen ich fliegen könnte. Cool. Was ist eine Frage, die du gerne mal gestellt bekommen möchtest und was wäre deine Antwort darauf? Ich würde gerne mal gefragt werden, ob ich einfach mal so 3 Monate Ferien am Stück machen möchte mit meinen Freunden. Und dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall jetzt sofort. Was war früher dein Lieblingsfach in der Schule und welches Fach fandest du nicht so gut? Mein Lieblingsfach war Geschichte. Geschichte und Deutsch sind meine Lieblingsfächer. Und rate mal, was ich nicht so gut fand. Sport? Nein. Mathe? Ja. Mathe und, aber nee, das hat man, du bist noch in der Grundschule. Mhm. Ja, dann später kommen dann noch so Fächer wie Physik und Chemie dazu. Also die ganzen Naturwissenschaftsfächer, die mochte ich nicht so doll. Und du? Ich mag Sport nicht, aber mag Mathe. Wieso magst du denn Sport nicht? Weil unsere Lehrerin da ist da sehr streng und bei Hochsprung, da bin ich nicht so gut. Nein. Und was noch? Alle anderen Fächer mag ich.
Und in welchem bist du richtig gut? Englisch und Mathe. Oh, Mathe. Nee, da war ich nie gut. Und in welchem bist du nicht so gut? Sport. Aber es kann noch werden. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Hallo? Helfen ist unsere wahre Bestimmung. Nur wir Heinzelmännchen können die Konditorei retten. Was muss ich können, um Synchronsprecherin zu werden? Gute Frage. Ich glaube, man braucht viel Fantasie. Man muss ein bisschen mit seiner Stimme umgehen können. Also so verschiedene Farben reinbringen, verrückt sprechen, laut sprechen, leise sprechen, traurig sprechen, all solcher Dinge. Und dann braucht man ein bisschen Glück und die richtigen Leute vielleicht. Also ich habe tatsächlich eine Freundin von mir, möchte auch gerne Synchronsprecherin werden. Und weiß ich auch nicht so, ne? Vielleicht kann uns hier jemand einen Tipp geben von den Leuten im Raum. Stille. Also wahrscheinlich so wie bei den Heinzels, einfach machen, einfach probieren, sich irgendwie vorstellen gehen und einfach mit einer frechen Stimme an den Start gehen. Das war's. Du blöder Sturkopf! Nein, mach das nicht! Pupsrakete Startklar! Die Heinzels. Rückkehr der Heinzelmännchen. Was ist denn das für ein Ding? Nochmal! Ab 30. Januar im Kino.